zur psychologischen Folter, die hier angewendet wurde, genannt operative Psychologie, gehörten vor allem Isolation und Desorientierung. Der Häftling sollte nicht wissen, wo er sich befindet. Deswegen wurde er nach der Verhaftung in solch einem Auto hergebracht. Da gibt es 5 Zellen hinten drin, die ohne Fenster sind. Und er wurde oft stundenlang auch irre durch die Stadt gefahren, damit er den Eindruck hat, er kommt an einen ganz, ganz weit entfernten Ort. Dann fuhr das Auto in diese Schleuse hinein, das Tor hinten ging zu und grelles Licht kam dem Häftling entgegen. Und dann wurde er ab dieser Zelle von einem Menschen mit Namen zu einer Nummer. Er wurde nie wieder mit Namen angesprochen. Hier ging es hoch, er wurde entkleidet und bekam einen Trainingsanzug, Häftlingskleidung. Damit die Bevölkerung auf die Häftlingstransporte nicht aufmerksam wird, stand auf diesen Autos oft drauf frisches Gemüse oder frischer Fisch. Darin allerdings befanden sich politische Häftlinge.